So, hallo. Jetzt, heute ist ja Tag 5. Diesmal haben wir kein vorbereitetes Video, sondern machen es einfach live. Ich kann noch einen Moment warten, bis alle da sind. Wir haben aber eine Keynote, die wir zeigen können. Ich muss gerade die richtige finden. So, ja, also, heute wollte ich so ein bisschen nochmal das, was wir in der Challenge besprochen haben, zusammenziehen und so ein bisschen Überblick darüber geben, dass man so ein bisschen auch eine Entwicklung oder einen Weg zu den fliegenden Wechseln erkennen kann. Ich gucke gerade, wir sind jetzt 28, es scheint stabil zu sein. Dann teile ich mal die Keynote. Das müsste die hier sein. Genau, hier. Also, Trainingsstrategien. So im ja, gewöhnlichen Reitunterricht werden fliegende Wechsel ja meistens nicht wirklich erklärt oder sie werden auch nicht vorbereitet. Und dann Pferde und Reiter werden da nicht wirklich systematisch irgendwie rangeführt, sondern wird, irgendwann sagen die Lehrer, jetzt galoppier mal über die Diagonale und lass den am Ende umspringen, so ungefähr. Und dann ist es eine große Überraschung für beide. Keiner hat eine Ahnung, wie es gehen soll und dann geht es meistens schief. Ne? Und dann kriegen die Pferde Angst und irgendwann gehen sie dann durch, wenn man die Diagonale anfängt, weil sie wissen, da am Schluss werden sie irgendwie mit dem Sporn gestochen oder was weiß ich, ne? Aus dem Gleichgewicht gebracht. Man kann das aber dem Pferd ganz systematisch vermitteln, indem man den fliegenden Wechsel auseinander nimmt in einzelne Bestandteile. Und das war so ein bisschen der Inhalt der Challenge, ne? Also fliegende Wechsel sind eine komplexe Lektion, ein komplexer Bewegungsablauf, der aus drei Hauptkomponenten besteht. Das eine ist der Lastwechsel. Das Pferd soll in der Lage sein, sein Gewicht sowohl mit den linken als auch wie mit den rechten zwei Beinen zu stützen, beziehungsweise er soll in der Lage sein, das Gewicht von dem einen Beinpaar zum anderen zu verlagern. Dann soll das Pferd in der Lage sein, die Biegung zu wechseln, ja, von links nach rechts und rechts nach links. Lastwechsel und Biegungswechsel hängen miteinander zusammen. Also der Biegungswechsel erleichtert der Lastwechsel erleichtert den Biegungswechsel. Wenn ich das Gewicht mehr auf die zwei linken Beine bringe, dann hat das Pferd es leichter, sich rechts zu biegen. Und umgekehrt, wenn ich das Gewicht nach rechts bringe, kann das Pferd sich leichter nach links biegen. Na, weil dann das entlastete Hinterbein weiter vorgreifen kann. Die Hüfte auf der entlasteten Seite kann weiter vor und dadurch kriegt man das Pferd relativ leicht in die neue Biegung rein. Ja, dann der dritte Punkt ist die unabhängige Beweglichkeit der Hüften und Schultern des Pferdes. Viele Pferde stecken irgendwie fest in sich. Ne? Wenn man das eine Ende des Körpers bewegt, dann bewegt sich das andere irgendwie mit. Also wenn ich das Becken nach rechts bewegen möchte, kann es sein, dass die Schulter eine Ausgleichsbewegung macht und nach links geht. Ne? Also wenn das Pferd rechts hohl ist zum Beispiel, beziehungsweise wenn das Pferd rechts steif ist und ich bringe die Kruppe nach rechts, dann wird das Pferd unter Umständen die Schulter auch mit nach rechts verlagern. Ja, und wenn die verschiedenen Körperteile so miteinander feststecken, dann sind die Wechsel meistens nicht sauber durchgesprungen oder sie finden gar nicht erst statt. Ja, und diese drei Komponenten, die sind in unserer Übung enthalten. Ja, wenn man sich die nochmal anguckt. Wir haben also einen Lastwechsel enthalten, immer jedes Mal, wenn man das Becken vom Pferd nach links oder rechts verschiebt. Also wenn ich die Kruppe hier nach rechts bringe, dann kommt das Gewicht automatisch mehr aufs rechte Hinterbein. Wenn ich die Kruppe wieder zurück nach links bringe, kommt das Gewicht mehr aufs linke Hinterbein. Wenn ich die Schulter abwende auf die Volte, kommt das Gewicht wieder mehr ins rechte Hinterbein. Also wir haben so eine Schaukelbewegung drin, also von einem Hinterbein zum anderen. Und diese Schaukelbewegungen, die haben eine sehr schöne lösende und gerade richtende Wirkung auf das Pferd.
Dann haben wir Biegungswechsel enthalten. Also wenn ich jetzt Konterschulter hereinreite und dann wieder auf einen einfachen Hufschlag zurückkehre, muss ich die Biegung wechseln, wenn die Gruppe nach innen geht, und ich wechsle die Biegung wieder, wenn die Gruppe wieder rausgeht. Wenn man die Übung jetzt mit Travers statt Konterschulter hereinreite, dann ist kein Biegungswechsel drin, dann ist die Biegung immer dieselbe. Ist ja auch eine berechtigte Variante der Übung. Aber wenn ich jetzt speziell am fliegenden Wechsel interessiert bin oder das Pferd vorbereiten will auf die fliegenden Wechsel, dann ist es besser, wenn ich den Biegungswechsel irgendwo mit einbaue in die Übung, ja, weil das ja halt ein Bestandteil des fliegenden Wechsels ist. Ja, dann haben wir die Mobilisierung der Hinterhand oder auch das unabhängige Bewegen von Hüften und Schultern, weil wir ja die Gruppe rein und raus bewegen wollen, ohne dass die Vorhand die Linie verlässt. Also die Gruppe geht rein auf den zweiten Hufschlag, wieder zurück auf den ersten. Und man sieht da sehr gut, ob die Schulter da die Linie hält oder ob die nach innen oder außen ausweicht. Dann kommt die Volte nach dem Gruppe rein raus. Ja. Und um auf die Volte abzuwenden, ja, muss die Hinterhand in den Fußspuren der Vorhand folgen. Also im Endeffekt wird auch die Schulter alleine nach innen bewegt und die Hinterhand folgt. Wenn die Gruppe eine Ausgleichsbewegung macht, also ich wende die Schulter nach rechts und die Gruppe schleudert nach links, nach außen, dann ist das Pferd wieder schief, dann legt sich es auf die rechte Schulter und es biegt sich nicht richtig. Na, dann sind also Hüften und Schultern auch nicht unabhängig voneinander positionierbar auf der Linie. Oder umgekehrt, wenn ich jetzt die Schulter nach rechts auf die Volte wende und die Gruppe fällt nach innen, dann ist es auch eine Art Ausgleichsbewegung und dann ist Pferd wieder schief, nur dann legt sich halt auf die äußere Schulter drauf. Und man sieht, hat dasselbe Problem, dass Hüften und Schultern nicht unabhängig voneinander positionierbar sind. Also die Übungen haben eine diagnostische Seite. Man sieht also sehr schnell, welche Bestandteile des fliegenden Wechsels gehen, welche nicht gehen oder welche leicht sind, welche schwer sind. Und sie haben auch eine therapeutische Wirkung. Das heißt also, wenn ich diese Übungen jetzt öfter reite und poliere so ein bisschen, ne, dass die immer besser wird, dann wird ja, die Beweglichkeit der Hüften, der Schultern und so weiter, der Wirbelsäule sich immer mehr verbessern. Ne. Also man kann immer alle Übungen verwenden, erstmal um zu gucken, was dem Pferd schwerfällt, was ihm leicht fällt oder wo Bildungslücken sind, wo vielleicht irgendwelche Lücken in der Grundausbildung sind. Dann kann man diese Defizite verbessern, indem man die Übung reitet, und man kann sich zusätzlich Übungen raussuchen, die jetzt an bestimmten Körperteil oder einen bestimmten Bewegungsablauf konkret zum Thema machen und konkret üben. Bestimmte Übungen kann man im Halten machen. Also man könnte jetzt die Beweglichkeit der Hinterhandübung üben, indem man anhält und dann die Gruppe 90 Grad nach innen weichen lässt, so vorhandswendungsmäßig, und dann wieder 90 Grad zurück. Da kann man wieder anreiten, neu anhalten, Gruppe wieder 90 Grad rein, Gruppe 90 Grad raus. Ne? Das kann eine sehr gute Aufwärmübung sein, ne? Um die Hüften zu mobilisieren. Da ist dann ja auch ein Lastwechsel enthalten, ist auch ein Biegungswechsel enthalten, ne? Wenn man das richtig reitet, dann könnte auch die Beweglichkeit der Schultern testen, indem man irgendwo anhält, die Schulter 90 Grad nach innen weichen lässt, 90 Grad wieder nach außen. Also wie so eine Viertelpirouette, Schulter rein, Schulter raus, ne, geradeaus. Andere Dinge kann man sehr gut im Schritt reiten oder im Trab. Also als generelles Prinzip ist es gut, wenn man langsam anfängt, neuen Bewegungsablauf oder einen schwierigen Bewegungsablauf erstmal langsam in Zeitlupe studieren, dass Pferd und Reiter beide Zeit haben, sich das genau zu überlegen. Also fürs Pferd ist immer so, okay, welches Bein kommt dran, wo soll das hin und wo muss ich mich stützen, damit ich nicht umfalle dabei. Das ist nicht so selbstverständlich für viele Pferde, wie man das denkt. Also Pferde wissen nicht unbedingt, wie viele Beine sie haben oder wo die Beine sind, oder es ist ihnen nicht klar, dass alle vier Beine die Last stützen können. Manche haben kein Bewusstsein für die Hinterbeine. Manche haben kein Bewusstsein auf einer Seite des Körpers, oder die denken, wenn sie das Gewicht jetzt auf die, was weiß ich, linke Seite bringen, dass die Beine abbrechen und dann fallen sie um und sterben oder so, so ungefähr.
ist erstaunlich manchmal, wie schlecht das Körpergefühl von manchen Pferden ist. Ne? Würde man nicht denken, aber das ist oft der Hintergrund für viele Widerstände oder negative Reaktionen von Pferden. Ja. Und wenn man ihnen ganz langsam in Zeitlupe erstmal beibringt, guck, du hast an jeder Ecke ein Bein, ne? Und die sind alle kräftig genug, um dich zu stützen. Ne? Du hast zwei Beine links, zwei Beine rechts, zwei Beine vorne, zwei Beine hinten. Dann lernen die Pferde, sich besser auszubalancieren und besser zu koordinieren. Und dann werden viele Bewegungsabläufe leichter, runder, flüssiger. Die Pferde bleiben ruhiger dabei, weil sie eben wissen, wo die Beine sind und sie kriegen nicht so Angst, dass sie umfallen könnten dabei. Ja, und jetzt gibt es für jeden Körperteil konkrete Übungen, die den Körperteil mobilisieren. Und es gibt auch so für Lastwechsel zum Beispiel, Bewegungswechsel, Übungen, die das gezielt üben können. Also bei Lastwechseln jetzt zum Beispiel achten, Schlangenlinien, Zickzackfiguren. Also es könnte Viereck verkleinern und vergrößern sein. Es können Zickzack-Traversalen sein oder eine Kombination davon. Im Grunde genommen also alles, was einen Richtungswechsel beinhaltet. Alle Hufschlagfiguren mit Richtungswechsel erfordern auch einen Lastwechsel, ne, damit der Richtungswechsel sich weich und fließend vollzieht. Wenn man die Hand wechselt, wechselt man in der Regel auch die Biegung. Also da ist der Lastwechsel und der Biegungswechsel dann kombiniert miteinander. Man kann zusätzlich die Biegungswechsel natürlich auch üben, ohne dass man die Hand wechselt. Zum Beispiel könnte man einfach mal Zirkel oder ganze Bahn reiten und mal schauen, ob man das Pferd nach außen stellen kann. Das fällt vielen Pferden schwer, also vor allem jüngeren Pferden, wenn die sich so ein bisschen mit der Schulter an die Bande anlehnen wollen, zum Beispiel, dann werden die nicht nach außen gucken, weil es geht dann nicht. Die blockieren sich selber, die sind sich selbst im Weg. Da müsste man dann wieder das Gewicht erst nach innen bringen, aufs innere Beinpaar, dann kann das Pferd sich nach außen stellen. Also da ist dann meistens auch so eine Lastwechselkomponente enthalten. Aber das ist schon mal ein ganz guter Test, also für Pferde von allen möglichen Klassen sozusagen. Frage, kann ich das Pferd jetzt auf der Linie, die ich reite, oder in der Gangart, in der ich reite, mal nach außen gucken lassen für drei Tritte zum Beispiel oder drei Galoppsprünge oder so. Dann kann man natürlich innerhalb von Lektionen mal die Biegung wechseln. Das ist dann eine sehr gute Gymnastikübung oder eine gymnastische Aufgabe und ist ein guter Test für die Beweglichkeit der Wirbelsäule, aber auch eine therapeutische Übung sozusagen, um die Wirbelsäule geschmeidiger zu machen. Das heißt also, ich könnte Schulter hereinreiten und die Biegung wechseln zum Rumpf und wieder zurück. Ne? Und dabei soll dann möglichst der Winkel der Abstellung gleich bleiben, Tempo, Trittlänge, soll alles gleich bleiben. Das Einzige, was sich ändern soll, ist die Biegung. Das ist dann schon wieder schwierig, ne? Wenn also wirklich nur der eine Parameter des Ganges geändert werden soll. Das erfordert dann schon wieder einen sehr hohen Grad an Geschmeidigkeit und Durchlässigkeit. Konterlektion dazu, Travers, Konterschulter herein. Also ich könnte mit Konterschulter herein anfangen, dann Biegung wechseln zum Travers und wieder zurück. Ne? Und genauso Trittlänge, Tempo, Haltung und so weiter. Alles gleich, Abstellung gleich, nur die Biegung wechselt sich. Ne? Das wäre so das Ideal. Man kann auch zwischen Traversale und Viereck verkleinern, beziehungsweise Viereck vergrößern, abwechseln. Das ist auch gut. Ne? Wenn man Traversalen reitet, könnte man mal die Biegung wechseln. Dann würde also im Prinzip ein Schenkelweichen auf der Diagonale draus und dann wieder zurück, Biegung wechseln Richtung Traversale, da werden die Traversalen besser davon. Und also einerseits ein Test für die Beweglichkeit, andererseits verbessert das Pferd auch. Und wenn man jetzt auf die fliegenden Wechsel zusteuert im Training, dann sollte man die Dinge üben, ne, mit dem Pferd, ne, Schulter herein, Rangwehr, Travers, Konterschulter herein und so weiter, damit die im Trab möglichst leicht und locker und flüssig ausführbar sind. Ja, damit nichts hakt und damit nichts festklemmt und so weiter. Denn wenn die Bewegungsabläufe im Schritt und Trab nicht funktionieren, dann wird auch der fliegende Wechsel irgendwo klemmen und haken. Ne? Und er wird auch nicht sauber durchgesprungen sein. Ja, der dritte Punkt, Beweglichkeit der Hinterhand.
kann man also üben, indem man die Gruppe weichen lässt. Das, wie gesagt, ich hatte schon gesagt, also Gruppe mal rein und raus weichen lassen im Halten, also Vorhandwendung 90 Grad rechts, links wäre eine Möglichkeit. Dann wie hier in der Challenge-Übung Schritt oder Trab gerade ausreiten und die Gruppe nach innen weichen lassen und wieder nach außen. Ganz egal, wie die Biegung jetzt ist, aber einfach mal die Gruppe nach innen, nach außen bewegen, hin und her. Mobilisiert die Hinterhand und testet die Geschmeidigkeit. Dann kann man die Seitengänge anders kombinieren, Schulter herein, Travers, ne? Also dann bleibt die Biegung dieselbe, aber man lässt Schultern und Hüften hin und her weichen, die vertauschen dann die Position. Ja, das eine Ende vom Pferd auf den ersten Hufschlag, das andere auf den zweiten und dann geht es hin und her, Schulter herein, Travers, Schulter herein, Travers oder Konterschulter herein, Rohrwehr, hin und her. Auch sehr gute Übungen, Vorübungen für fliegende Wechsel. Wenn man jetzt zum Beispiel Schulter herein, Rohrwehr reitet und dann Schulter herein, Travers, wird man feststellen, dass bei den meisten Pferden die eine Art der Übung besser geht als die andere. Also Pferde, die in der Wirbelsäule feststecken, aber in den Hüften beweglich sind, die finden Schulter herein, Rohrwehr schwieriger und Schulter herein, Travers leichter. Pferde, die steife Hüften haben, aber die einigermaßen beweglich in der Wirbelsäule sind umgekehrt, bei denen wäre Schulter herein, Rohrwehr leichter und Schulter herein, Travers, Gruppe herein, wäre dann schwieriger. Ne? Und dann sieht man auch wieder gleich, wo die Defizite stecken, woran man arbeiten muss und kann dann wieder gezielt mit neuen Übungen an diesen Defiziten arbeiten. Ja, und wenn man so diese drei Grundelemente oder die vorbereitenden Übungen so geübt hat, dass das im Schritt und Trab alles leicht und locker geht und ja, auch, dass man im Galopp mal das Pferd nach außen stellen kann oder dass man im Galopp die Gruppe rein und rauswenden kann, ohne dass die Schulter sich verschiebt und wenn man Galoppwolken reiten kann, dann kann man die drei Elemente aneinander reihen. Das heißt, man sucht sich eine Hufschlagfigur, die Gewichtsverlagerung, Bewegungswechsel und die seitliche Bewegung der Hüfte beinhaltet und reitet die erst wieder im Schritt und dann im Trab und dann später im Galopp. Und daraus kann man den fliegenden Wechsel dann entwickeln. Und man kann dazu gerade Linien verwenden, man kann gebogene Linien verwenden, man kann lange Distanzen verwenden, wenn das Pferd einen großen Galoppsprung hat oder einen großen Galoppsprung braucht, damit es nicht verkrampft wird, kann man sich lange Linien suchen. Man könnte kurze Distanzen wählen, wenn das Pferd dazu neigt, auseinanderzufallen im Galopp, wenn es also ein bisschen Hilfe braucht, um geschlossen zu bleiben oder versammelt zu bleiben. Dann sind kurze Distanzen besser. Man kann die Linie so wählen, dass das Pferd vom Kontergalopp zum Handgalopp wechselt oder vom Handgalopp zum Kontergalopp. Man kann es natürlich auch so machen, dass man von Handgalopp zu Handgalopp wechselt. Also wenn ich jetzt Schlangenlinien reite oder Achten zum Beispiel, dann würde man vom Handgalopp zum neuen Handgalopp wechseln. Geht auch. Jedes Pferd ist da anders. Ne? Und die Aufgabe für den Reiter besteht dann darin, dass eine Übung zu finden, die dem Pferd am meisten einleuchtet. Also wir wollen im Endeffekt dem Pferd so eine kleine Treppe bauen mit kleinen Lernschritten, die alle irgendwie logisch aufeinander aufbauen. Und am Ende dieser Treppe soll das Pferd auf die Idee kommen, dass es doch jetzt eigentlich ein logischer nächster Schritt wäre, wenn man umspringen würde. Also man kann das so aufbauen, dass der Galopp unbequemer wird, den das Pferd gerade geht, sodass es irgendwann denkt, Mensch, es muss doch da eine einfachere Möglichkeit geben oder es wäre ja viel angenehmer, wenn ich auf der anderen Hand galoppieren könnte. Und manche Pferde springen dann von alleine um. Wenn die das merken, dass der andere Galopp viel, viel bequemer und leichter und, ja, und angenehmer wäre, dann springen die halt um. Und dann kann man sie dafür loben. Ne? Oder wenn sie nicht von alleine umspringen, kann man es meistens dann mit einer relativ kleinen Hilfe auslösen und dann loben und so weiter. Und dann die Pferde sind dann froh und dann sagen, ach Gott sei Dank, jetzt geht es mal wieder besser. Jetzt kann ich auf der anderen Hand galoppieren, jetzt macht alles wieder Sinn und jetzt bin ich, fühle ich mich entspannter sozusagen. Auf die Weise verstehen die Pferde, was passiert und was sie machen sollen, wie sie es machen sollen. Und der fliegende Wechsel ist eben dann ein logischer letzter Schritt.
die Pferde finden es auf die Weise angenehm und einleuchten und haben dadurch auch keine Angst vor dem fliegenden Wechsel. Ne? Angst und Unruhe kommt meistens auf, wenn sie nicht wirklich kapieren, was sie machen sollen oder wie sie es machen sollen. Und sie sind sich nicht so sicher, ob es recht ist und ob sie umspringen dürfen oder ob sie umspringen sollen. Und das macht die nervös natürlich. Oder wenn sie das Gefühl haben, sie würden umfallen, wenn sie jetzt irgendwie umspringen würden, dann werden sie es natürlich lieber nicht machen und werden dann schnell und fest und legen sich vielleicht auf die Hand drauf auf die Weise kann man die fliegende Wechsel kaputt machen, bevor man den ersten Wechsel überhaupt bekommen hat. Ne? Man kann sich da also langfristig den Weg zu den Wechseln verbauen, wenn man das Pferd irgendwie überfällt oder unvorbereitet zwingen will, umzuspringen. Das passiert leider häufig, aber deswegen gibt es so viele Pferde, die mit den fliegenden Wechseln massiv Schwierigkeiten haben, weil sie nicht richtig rangeführt wurden, nicht richtig vorbereitet wurden. Ja, und für diese Vorbereitung und Einleitung der fliegenden Wechsel kann man sich natürlich seine eigenen Übungen ausdenken oder man kann eine von unseren Übungen verwenden. In unserem fliegenden Wechselkurs, da unterrichten wir 12 verschiedene Wege zum fliegenden Wechsel. Das sind also 12 verschiedene Übungen, die wir bei vielen verschiedenen Pferden erfolgreich da eingesetzt haben. Die nützen also diese 3 Elemente, bauen die so zusammen, dass das Pferd am Schluss möglichst von alleine draufkommt. Ne? Dass Umspringen doch eine gute Idee wäre. Und die bilden das Kernstück des fliegenden Wechselkurses. Und zusätzlich erklären wir dann die ganze Theorie, die dazugehört, der ganze Hintergrund. Wir geben vorbereitende Übungen, mit denen man diese Zutaten des fliegenden Wechsels lehren kann, dass das Pferd diese Beweglichkeit, diese Koordination bekommt. Dann bespricht man natürlich auch die Fehler, die auftauchen können im fliegenden Wechsel, also Troubleshooting-Strategien, was mache ich, wenn der hinten zu spät umspringt oder vorne zu spät oder wenn er einen Trabtritt macht und so weiter. Passiert ja öfter mal. Oder wenn jemand ein Pferd übernimmt, was mit Fehlern in den fliegenden Wechseln kommt und sich was Schlechtes angewöhnt hat und man muss jetzt das wieder korrigieren, da gibt es dann also viele Tipps im Kurs dazu. Ja, der Kurs dauert 26 Wochen und wir behandeln sozusagen das Pferd, sowohl das Pferd als auch die Reiterin. Ne? Also wir besprechen die Skills, ne, die Pferd und Reiter beherrschen müssen wir sprechen auch die Fehler, die Pferd und Reiter machen können, sodass man also praktisch beide Seiten der Medaille abhandelt. Ja, die Pferdeausbildungsseite, aber auch die reiterliche Ausbildungsseite. Es gibt viel Theorie, wie immer, ne, dass man genau versteht, wie man was, warum. Gymnastische Übungen für die Pferde, sowohl als Vorbereitung als auch um den Wechsel konkret zu lehren. Dann haben wir Feldenkreis, Unterricht für die Reiterinnen, weil die Übung, die fliegende Wechsel ja auch für die Reiter ein komplexer Bewegungsablauf sind. Und wenn das Reiterbecken sich halt schlecht in eine Richtung drehen lässt, weil es irgendwie klemmt, dann wird der fliegende Wechsel in die Richtung wahrscheinlich nicht funktionieren oder nur schlecht funktionieren. Deswegen muss man also immer Pferd und Reiter beide ansprechen, beide berücksichtigen, damit die fliegenden Wechsel dann in beide Richtungen auch entsprechend sauber durchgesprungen werden können. Ja, dann haben wir natürlich unsere Community, wie immer, Facebook-Gruppe mit uns und unseren Assistentinnen, die Fragen mit beantworten. Ja, gucke ich mal. Das war jetzt erstmal die Keynote. Jetzt gucke ich mal hier gerade nach Kommentaren. Laura von Gerstorf fragt hier, soll man langfristig im Außengalopp kommen mit Kontoschulter rein, Zirkel, Außengalopp, Beil, zurück auf den Hufschlag, dann wieder Handgalopp fernziehen. Kann alles Mögliche machen, ne? Kontoschulter rein, Zirkel.
kann man machen. Also geht, ne? Kontergalopp, bisschen Konterschulter reinstellung und dann umspringen zum Handgalopp ist eine Möglichkeit. Ne? Gibt viele, viele andere Möglichkeiten. Ne? Und dann fragt sie Laura noch, wenn das Pferd das erste Mal gewechselt hat in den angenehmen Galopp, sollte man dann sofort loben oder erst einen halben Zirkel galoppieren, dann Schritt, langer Zügellob, was ist besser? Ich würde schon noch einen Moment weiter galoppieren und dann parieren. Man kann ja auch im Galopp schon mal loben, ne? Aber nicht gleich den Galopp abwürgen, sonst kann das eventuell dazu führen, dass das Pferd denkt, es muss sofort aus dem Galopp ausfallen, sobald es den Wechsel gemacht hat. Also ruhig noch ein bisschen Moment weiter galoppieren. Man kann, wie gesagt, schon mal während des Galopps loben und dann eben Schritt und dann Zügel lang und so weiter. Ne? Sonst kann es sein, dass das also die falschen Lehren draus zieht, sozusagen. Christine sagt, können Körperbandagen vor allem bei jungen Pferden sinnvoll sein, um deren Körpergefühl zu verbessern? Bin ich mir nicht so sicher. Ich verwende die eigentlich nicht. Ich würde es lieber über Gymnastikübungen machen. Ich meine, man wird jetzt nichts kaputt machen mit Körperbandagen, wenn man das Gefühl hat, es hilft, dass das Pferd sich besser spürt. Ja, warum nicht? Ne? Kann man probieren. Stefan, hast du eine Lieblingsübung für Hinterhandbeugen bzw. Untertreten? Ja, Untertreten lässt sich am leichtesten erreichen, indem man ein bisschen übertreten lässt, ne, mit Biegung gegen die Bewegungsrichtung. Und Beugen durch ja, halbe Paraden, Übergänge in eine niedrige Gangart, engere Wendungen reiten, rückwärts richten, solche Dinge. Ne, deswegen sind unsere Übungen ja immer zusammengesetzt aus mehreren Bausteinen, ne, wo oft ein Baustein ein bestimmtes Hinterbein mehr unter den Körper bringt. Der nächste Baustein beugt es dann wieder, ne, und dann je nachdem, was man will. Ne. Ja. Und Stefanie sagt, wenn das Pferd im Schritt die Hinterhand pendeln lässt, im Trab es allerdings zu einer Seite hakelt, liegt es dann eher am Reiter, weil er in der Hüfte abknickt. Könnte sein, könnte aber auch einfach die Schiefe des Pferdes sein, die sich dann im höheren Tempo mehr auswirkt. Ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, Astrid Paulus sagt, der Ton ist ja leise. Das kann ich von hier aus nicht regulieren. Ich könnte höchstens ein bisschen näher ran ans Mikrofon. Ja, gut, ich wollte aber noch. Moment, bevor man mehr Fragen beantworten, den Kurs noch mal etwas genauer vorstellen. Da werde ich gleich mal das Link noch hier posten, für das auch jeder sehen kann. So, ups, jetzt habe ich mein Video ausgemacht aus irgendeinem Grund. Ja. Jetzt sind wir wieder da. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Also ich teile noch mal den Bildschirm hier. Ja, da kann ich ein bisschen was zum Inhalt sagen. Also wie gesagt, wenn man auf das Link klickt, dann kann man es noch mal ganz genau alles nachlesen. Wo geht's denn los? Also so, allgemein Inhalt, ne? Biomechanik, Reitübungen, Timing der Hilfen, Verständnis der Methode. Also wie immer, ne? Wir bauen das ja immer um diese ja, was, wie, warum Fragestellung auf. Was muss ich machen? Wie muss ich es machen? Warum muss ich es machen? Gerade bei fliegenden Wechseln, ne? Wenn man dem Schüler einfach sagt, jetzt lass den mal umspringen, dann hilft es meistens nichts, wenn man es noch nie gemacht hat, weil man keine Ahnung hat, wie man, also so ging es mir früher, ne? Dass ich überhaupt keine Vorstellung davon hatte, wie man einen fliegenden Wechsel auslöst. Also, ja, ich hatte es nie gemacht, hatte kein Lehrpferd gehabt, das mir das hätte beibringen können. Und irgendwann hatte ich dann die Gelegenheit, ein Lehrpferd zu reiten. Und dann auf einmal habe ich so nach und nach dann kapiert, wie es geht, ne, mit Hilfe des Pferdes. Aber meine Lehrer haben es jetzt auch nicht wirklich erklärt damals, wie das geht. Ne? Und wenn man eine genaue Vorstellung hat, dann geht es deutlich schneller und leichter. Dann kann man sich viele Umwege ersparen. Ja, dann gibt es wie immer Reitübungen, die
das Pferd vorbereiten, ne, die dem Pferd also die Geschmeidigkeit und Koordination und Balance und so weiter geben, die es für die fliegenden Wechsel braucht. Und dann die 12 Wege zum fliegenden Wechsel, die jetzt konkret das Pferd heranführen, dass es selbst auf die Idee kommt, dass Umspringen eine gute Idee ist. Ja, wir sprechen über Timing der Hilfen, ne, dass man weiß, wann man welche Hilfe geben muss, in welchem Moment der Fußfolge. Und dass man auch mehr erklären, wie man das spürt, ne, welches Bein am Boden ist. Das ist im Galopp ja gar nicht so schwer eigentlich. Leichter als im Trab im Grunde genommen. Aber ja, das wird also im Kurs mit erklärt. Dann erklären wir die Methodik, ne, die Vorgehensweise, ne, wie man das Pferd also systematisch heranführen kann, also dass man systematisch die körperlichen Voraussetzungen schafft und das Verständnis beim Pferd erzeugt, ne, das es braucht, um den fliegenden Wechsel unter dem Reiter gehen zu können. Wir verwenden viele Seitengänge, ne, eben um Gewichtswechsel, Biegungswechsel und so weiter dem Pferd beizubringen und die Mobilität der Hinterhand zu verbessern, gerade Richtung zu verbessern und so weiter. Dann verwenden wir auch so spezielle Lektionen, die also heute vielleicht nicht mehr so üblich sind in der normalen Dressurreiterei, so mit dem ganzen Travers oder das Plié oder Pirouette renversée. Die können aber nützlich sein, um entweder bestimmte Körperteile zu mobilisieren oder um dem Pferd ein besseres Gespür für seine Beine beizubringen. Ja, Fehleranalyse, wie gesagt, wenn der fliegende Wechsel schief geht, wird man erklären, wo es herkommt und was man tun kann. Es gibt Feldenkreisunterricht, weil die Reiter ja auch sich symmetrisch in beide Richtungen bewegen können. Also die Reiterin muss in der Lage sein, ihr Gewicht sowohl auf den rechten als auch auf den linken Gesäßknochen zu verlagern und das Becken rechts und links zu drehen und so weiter. Und wenn es da irgendwo klemmt, dann wird auch der fliegende Wechsel klemmen. Ne? Dann haben wir zwei Bonusmodule. Das eine sind die Tempi-Wechsel, also Serienwechsel. Das Hauptanliegen des Kurses ist zwar, Pferd und Reiter quasi an die fliegenden Wechsel heranzuführen, wenn entweder das Pferd oder die Reiterin die Wechsel noch nie geritten ist oder wenn es beide noch nie gemacht haben. Und Hauptziel wäre es also, einen sauberen fliegenden Wechsel in beide Richtungen zu erzeugen. Aber wenn die Pferde mal zuverlässig Wechsel in beide Richtungen springen können, dann muss es natürlich auch weitergehen. Dann will man vielleicht mehrere Wechsel hintereinander reiten. Also dann geht man auf die Serienwechsel zu. Und da gibt es dann wieder Strategien, ne, wie man dem Pferd die Serienwechsel beibringen kann. Da haben wir ein extra Modul dafür. Und andere Bonusmodule sind die fliegenden Wechsel am langen Zügel. Macht auch Spaß, ne, wenn das Pferd nicht zu groß ist. Für die Pferde ist im Grunde genommen am langen Zügel leichter, das zu lernen, als unter dem Reiter, weil sie halt sich nur selber ausbalancieren müssen. Wir hatten mal zwei Lipizzaner, bei denen ich die Wechsel erst am langen Zügel gemacht habe und dann unterm Sattel. Und nachdem sie es am langen Zügel konnten, war es unterm Reiter einfach. Ne? Also auch eine Möglichkeit. Wenn man selber groß genug ist und die Pferde klein genug sind, dann ist also Galoppwechselausbildung am langen Zügel auch ein guter Weg. Ne? Ja. Dann ist der einfache Galoppwechsel-Workshop noch mit enthalten. Zur Unterstützung. Die Bewegungsabläufe im einfachen Wechsel und fliegenden Wechsel sind ähnlich, die Zutaten sind ganz ähnlich und wenn man gute, einfache Wechsel reiten kann, dann hat man auch mit den fliegenden Wechseln kein großes Problem. Beziehungsweise wenn die einfachen Wechsel nicht sauber sind, dann sind die fliegenden Wechsel meistens auch problematisch. Ja, dann haben wir hier Lehrvideos mit Theorie, Biomechanik und praktische Anwendung, Facebook-Gruppe, ne, ganz ähnlich wie in der Challenge-Gruppe. Wir achten darauf, dass da eine freundliche, wohlwollende Atmosphäre herrscht, dass sich alle gegenseitig helfen und unterstützen, dass keiner auf dem anderen rumhackt. Es gibt
für alle Übungen Grafiken mit Instruktionen und oft habe ich Checklisten dazu gemacht, ne, damit man so die Ausführung kontrollieren kann und damit man auch weiß, was wichtig ist, worauf man achten muss. Wir haben Feldenkreisunterricht, der das Körpergefühl und die Beweglichkeit und die Symmetrie der Reiter fördert und Geschmeidigkeit und Rumpfmuskulatur und so weiter, damit die Reiter die Hilfen einfach besser geben können für den fliegenden Wechsel. Dann haben wir Assistentinnen, also auf den deutschen Gruppen jetzt halt die Marcella, die Yvonne, und wir haben die Feldenkreislehrerin, die Catherine McCormick und die Charlotte Zetterberg aus Schweden. Die können dann speziell Feldenkreisfragen beantworten, die zwei. Teilnehmer können Videos von sich in der Gruppe teilen und Feedback dazu bekommen. Das ist immer, immer sehr, sehr nützlich. Ja, hier, wie gesagt, Lehrvideos. Wir haben von einigen Übungen Reiterdemo-Videos. Da haben Schüler von uns die Übungen geritten und ich habe das dann kommentiert. Das ist also ein bisschen ähnlich wie in einem Hotseat. Und so, dass man so ein bisschen sehen kann, was für Fehler häufig vorkommen oder wie man es reiten könnte oder sollte oder was man tun kann, wenn was nicht so rund läuft. Dann haben wir ja Frage- und Antwort-Live-Coaching-Einheiten alle 2 Wochen. Man hat immer lebenslangen Zugang zu allen unseren Kursen. Dann hier nochmal kurz die Überblick. Also wir besprechen im Kurs auch, wann es Sinn macht, mit den fliegenden Wechseln anzufangen. Wir sprechen über die Fußfolge des Galopps, Timing der Hilfen im Galopp und wie man die 3 Takte des Galoppsprungs fühlt. Das spielt beim fliegenden Wechsel natürlich eine Rolle. Auch die Qualität des Galopps spielt eine Rolle. Die fliegenden Wechsel funktionieren nur dann, wenn der Galopp halt bergauf und rund und gerade gerichtet und geschmeidig und elastisch gesprungen ist. Sonst gibt es meistens Probleme. Ne? Gibt zwar Pferde, die auch bergab und schief irgendwie wechseln können, aber viele Pferde können es wirklich nur, wenn die gerade gerichtet und rund und über den Rücken springen und bergauf und so weiter. Ja, dann erklären wir die Voraussetzungen, die man als Reiter mitbringen muss, damit man mit Wechseln anfangen kann, Voraussetzungen, die das Pferd mitbringen muss. Das war jetzt so ein bisschen ja Thema der Challenge. Dann erkläre ich genau die Strategie und so die Psychologie hinter der Ausbildungsmethode für die fliegenden Wechsel, die wir verwenden. Es gibt Reiterübungen, also jetzt speziell diese Feldenkreisübungen, die Sitz, Hilfengebung, Koordination, Balance und so weiter der Reiterin verbessern, damit die Kommunikation effektiver wird. Dann, wie man das Pferd auf den fliegenden Wechsel vorbereitet, sodass der Erfolg vorprogrammiert ist, ist ein Thema. Dann, wie gesagt, die vorbereitenden Übungen für das Pferd, die man dann oft erstmal im Schritt und Trab reitet, mit denen das Pferd dann so die notwendige Geschmeidigkeit und Koordination bekommt. Sitz und Hilfen im fliegenden Wechsel werden genau erklärt. Sitzfehler, das kommt ja auch vor, dass die Reiter den fliegenden Wechsel kaputt machen, indem sie sich, was weiß ich, nach vorne schmeißen oder aufstehen im Sattel oder sich zu sehr zur Seite werfen. Es gibt ja alle möglichen Möglichkeiten. Ne? Zu viel Druck machen oder so. Na, darüber reden wir also auch und dann Fehleranalyse in den fliegenden Wechseln. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, wie ein fliegender Wechsel schiefgehen kann. Also ganz häufig ist ja, dass die hinten zu spät umspringen, ist wahrscheinlich der häufigste Fehler. Manche springen vorne zu spät und hinten zu früh. Manche springen nicht richtig durch. Die hüpfen dann halt wie so ein Hase mit beiden Hinterbeinen nebeneinander. Manche Pferde werden schief. Manche fallen auf die Vorhand im Wechsel. Manche rennen weg, manche machen einen Trabtritt, die fallen kurz aus und galoppieren neu an. Manche kommen über den Zügel, drücken Rücken weg, manche kommen hinter die Hilfen. Manche wechseln erst 1, 2 Galoppsprünge nach der Hilfe. Da ist der Wechsel zwar vielleicht sauber, aber nicht in dem Moment, wo man danach fragt. Manche verspannen sich und so weiter. Manche antizipieren den Wechsel, manche machen gar keinen Wechsel.
Dann gibt es noch diesen kletternden Wechsel. Also ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch eigentlich heißt. Also im Englischen heißt es dann der Climbing Flying Change, wo die Pferde mit der Vorhand zu hoch aufsteigen und keinen Raumgewinn mehr haben. Dann machen sie meistens den Rücken fest und richten sich zu hoch auf und dann ist halt der Unterhals angespannt und das Genick ist fest und so weiter. Das ist also Durchlässigkeit und Rückentätigkeit dann weg in dem Moment. Ja, und dann gibt es die 12 Wege zum fliegenden Wechsel mit den entsprechenden Übungen. Unsere Kurse sind eigentlich immer Pakete mit allen möglichen Bonuselementen dazu. Also zusätzlich zu dem Kurs, der eigentliche Kurs in 22 Wochen, dann haben wir noch so ein paar Integrationswochen, wo kein neues Material ausgegeben wird, aber wo man dann halt einfach Zeit hat, mal das zu üben, was man bisher gelernt hat. Dann haben wir, wie gesagt, Bonusmodul zu den fliegenden Wechseln am langen Zügel. Dann haben wir eine Live-Masterclass zu den fliegenden Wechseln am langen Zügel. Also das hat man mal irgendwann live abgehalten, das ist eine Aufzeichnung. Dann der 4-wöchige Workshop für die einfachen Wechsel ist mit dabei. Anmeldung im nächsten kompletten fliegenden Wechselkurs. Bonusmodul zu den Serienwechseln, wie gesagt. Gruppencoaching-Paket, ne, das sind die ganzen Q&A-Sessions, Frage- und Antwort-Sessions. Dann hat man mal eine Live-Masterclass zu den Serienwechseln gemacht, die ist mit enthalten, zusätzlich zu dem Bonusmodul. Man kann die ganzen Archive einsehen, also von allen vergangenen Frage- und Antwort-Sessions aus den vergangenen fliegenden Wechselkursen. Ja, Aufzeichnungen der Facebook-Live-Diskussionen, die also so mit Wechseln zu tun haben, zum Beispiel also ihre 3 häufige Fehler in fliegenden Wechseln, sie zum Hilfengebung, Biomechanik des fliegenden Wechsels und so weiter. Das sind also verschiedene Live-Sessions, die man mal gehalten hat und die so ein bisschen was mit dem fliegenden Wechsel zu tun haben. Dann die Gruppe ist dabei, Feldenkreisunterricht, ja, 2 Bonusübungen zur Vorbereitung des Galopps, also weil die Qualität des Galopps halt sehr entscheidende Rolle spielt bei Erfolg oder Misserfolg der fliegenden Wechsel. Wenn der Galopp nicht gut genug ist, dann kann es sein, dass die Wechsel nicht möglich sind oder dass sie halt nicht besonders gut ausgeführt werden. Der Kurs fängt jetzt schon am Montag an. Es gibt da für die Schnellentschlossenen, die sich jetzt gleich anmelden, noch Boni, ne, wo dann jeden Tag einer dann wegfällt. Wir haben im Frühjahr ein E-Book mit den Übungen der fliegenden Wechsel, was dann an die Teilnehmer ausgegeben wird, das sind PDFs, kann man sich ausdrucken oder aufs Handy laden, mitnehmen in die Reitbahn. Dann haben wir den Minikurs, wie kann Feldenkreisreitern helfen, das sind 7 Einheiten, so als Einführung in Feldenkreis, wer das noch nie gemacht hat. Dann gibt es eine Masterclass über Bügeltritte, da wird immer viel danach gefragt und Bügeltritte spielen ja eine wichtige Rolle bei gerade Richtung und Ausbalancieren und so weiter. Da hat man mal eine Live-Sendung dazu gemacht, da ist die Aufzeichnung, gibt es dann als Bonus. Dann gibt es eine Aufzeichnung von einer Live-Sendung, die man zum ganzen Travers bzw. Sidepass mal gemacht haben, weil das eine Lektion ist, die jetzt in der Dressurreiterei ja, relativ unbekannt ist. Ne? In Working Equitation ist die bekannt. Da kommt die auch im Turnier vor. Und Westernreiter kennen sie als Sidepass. Die ist nützlich, um Gewichtsverlagerung und Biegungswechsel einzuleiten oder dem Pferd beizubringen. Und da haben wir eben mal eine ganze Einheit drüber gemacht. Dann gibt es den Kontergalopp-Minikurs. Auch nützlich, ne? Fliegende Wechsel und Kontergalopp kann man ja parallel entwickeln. Manche Leute meinen, man sollte den Kontergalopp schon ziemlich gut festigen, bevor man anfängt mit fliegenden Wechseln.
Ist allerdings problematisch, weil manche Pferde dann so den Kontergalopp so bequem finden oder sich so zu Hause fühlen im Kontergalopp, dass sie keinen Grund mehr sehen, umzuspringen. Na, deswegen würde ich den Kontergalopp eher zusammen mit dem Fliegenwechsel dann entwickeln. Na, man kann Kontergalopp schon mal vorher anfangen, aber ich würde es nicht so weit fördern, dass das Pferd da schon locker irgendwelche 6 Meter Volten im Kontergalopp gehen kann. Ne? Und dann nachher denkt, fliegende Wechsel braucht man nicht oder will man nicht. Ne? Und dann gibt es Schwierigkeiten mit den Wechseln später. Ja, dann haben wir Live-Sendungen gemacht zum Galopp. Schiefe im Galopp, ja, und so weiter. Fehler im Galopp, wie man Einsprung verbessert, wie man guten Galopp erhält und so weiter. Das ist auch so ein Bundle dann an PDFs und Live-Aufzeichnungen. Ja, hier ist nochmal ein Überblick über das Paket. Die ganzen Videos gibt es auch als MP3, also dass man die sich anhören kann, also gerade auch so die Q&A-Sessions, die kann man dann im Auto hören oder im Stall beim Ausmisten oder wo auch immer. Ne? Manche Leute hören sich es lieber an, als dass sie es dann Video anschauen. Ne? Das kann man dann so ein bisschen kombinieren mit anderen Dingen. Ja, jetzt gucke ich mal hier nach Fragen, Kommentaren. Hier, this B888 sagt, gibt es den Kurs zum einfachen Galoppwechsel auch separat? Ja, der läuft gerade noch. Den kann man auch separat kaufen, ne? Den einfachen Galoppwechselkurs. Schau ich mal. Und Stefanie Kraut sagt, da bin ich ja bezüglich Fähigkeit im Kontergalopp echt beruhigt. Viertelzirkel ist eventuell möglich, aber wollten unmöglich. Gut. Ja, wir wollen ja beim fliegenden Wechsel dem Pferd einen gewissen Anreiz schaffen, umzuspringen. Also wir möchten das so einfädeln, dass der aktuelle Galopp für das Pferd immer unbequemer wird, sodass die sich nach einer Alternative umsehen, die angenehmer ist. Und wenn der Kontergalopp noch mühselig ist und unbequem, dann kann man das Pferd relativ leicht davon überzeugen, dass es umspringen sollte oder könnte. Und wenn man aber zu lange am Kontergalopp arbeitet, also dann geht erstens dieser Anreiz verloren, umzuspringen. Und andererseits haben dann manche Pferde die Idee, dass fliegende Wechsel nicht existieren oder dass die ungewünscht sind. Und ganz schlimm ist, wenn Leute die Pferde bestrafen fürs Umspringen. Also wenn jemand so jetzt Klasse L trainiert und will aufs Turnier und das Pferd springt dann im Kontergalopp mal um und wird bestraft dafür, dann kann das sein, dass das nie wieder einen fliegenden Wechsel macht, ne? Weil sich das merkt, dass es da mal bestraft wurde dafür. Also auf die Weise sind schon viele Pferde dann bei Klasse L am Ende der Fahnenstange angekommen, obwohl die vom Talent her auch es hätten gehen können oder mehr. Na, also da muss man ganz, ganz arg vorsichtig sein, wenn es Pferd im Kontergalopp unbeabsichtigt umspringt, tut man so, als wenn man es gewollt hätte. Lobt das Pferd. Und das nächste Mal passt man im Kontergalopp halt besser auf, ne? Dass man keine Lücke lässt oder dass man unmissverständlich die Hilfen gibt, dass das Pferd nicht umspringen kann, sozusagen. Ne? Also, aber ja, nicht den Kontergalopp zu sehr ausbauen. Ne? Ein bisschen anfangen ist schon okay, aber er soll noch unbequem sein oder noch schwierig sein fürs Pferd, wenn man mit den Wechseln anfängt. Ich meine, es gäbe auch einen Turnierausbilder, der die fliegenden Wechsel zuerst anfängt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, ob das der Ernst Heusch war oder sowas. Oder ob es vielleicht sogar die Anki van Groenswijn war, irgendeiner von den internationalen Turnierreitern, der macht die fliegenden Wechsel zuerst und dann den Kontergalopp. Und also ich finde so aus der Erfahrung heraus auch es leichter, das Umspringen zu verhindern im Kontergalopp, als einen Galoppwechsel zu erreichen, wenn das Pferd mal da irgendwie Beklemmungen hat, ja, oder die Vorstellung hat, dass fliegende Wechsel nicht gehen. Ne? So.
Ja, gut. Guck mal, hier noch bei Q&A Jasmin Sims sagt, mein Pferd hat links eine steilere Schulter als rechts. Kann es sein, dass sie daher schlechter nach links umspringen, beziehungsweise gibt es eine Übung, das zu verbessern? Das ist wahrscheinlich mit so ein bisschen Bockhuf dann verbunden, oder? Auf der linken Seite. Ja, löst dann natürlich eine gewisse Schiefe aus. Und das kann schon sein, dass das den Wechsel nach links erschwert. Also ich hatte auch mal ein Pferd im Beritt, ein Bezahner Hengst, der hatte links vorne einen Bockhuf, der war am Anfang ganz arg schief, rechts hohl, links steif. Bei dem waren die Wechsel auch am Anfang immer nicht durchgesprungen, vor allem Richtung steife Seite. Und das haben wir dann aber relativ schnell wegbekommen, einfach durch Erleichtern der linken Schulter, gerade richten, ausbalancieren. Und der ist dann bis zu den Zweierwechseln gegangen, sauber. Ja. Also muss man gucken, also legt das Pferd sich jetzt auf die linke Schulter oder auf die rechte? Also es kann auch so oder so ausgehen. Und wenn man das Pferd gut gerade gerichtet hat und die seitliche Geschmeidigkeit in der Wirbelsäule in der Hüfte hergestellt hat, dann kann auch das Pferd sauber wechseln, dass das jetzt na, Bockhuf hat oder eine steile Schulter oder eine flachere Schulter. Ah ja, gut, Laura. Das hat Jessica von Bredow-Gandl gemacht. Wechsel parallel, wenn es das Pferd anbietet. Genau. Da gibt es einige, glaube ich, unter den Spitzenreitern, die das ziemlich parallel ausbilden. Und ich denke mal, die wird wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach annehmen, was das Pferd anbietet, ne? Und dann das verfolgen. Bloß nicht dem Pferd die Idee geben, dass Wechsel irgendwie schlecht sind oder dass man Wechsel nicht mag. Das gibt dann Probleme, die man später fast nicht wieder wegbekommt. Ne? Ach, Dr. Nida Rehlert sagt hier, wie sieht es denn aus mit den äußeren Einflüssen? Mein Trainer lässt grundsätzlich nur mit Musik reiten, hat ein großes Portfolio an MP3s dabei und sucht dann immer was Passendes von Takttempo zur Lektion der aktuellen Gemütslage, zum Beispiel beruhigend oder eher etwas pushend. Mir und meinem Pferd hat das immer sehr geholfen. Kann man machen. Neindorf hat früher auch immer Musik gespielt im Unterricht, immer wieder mal. Ne? Der ist dann auch immer mal verschwunden im Stall, hat dann Platte aufgelegt, eine alte Schallplatte, also, mit klassischer Musik und hat dann die Leute einfach rumreiten lassen im Endeffekt. Kann gehen. Wir sind teilweise auch gern mit Musik geritten. Also gerade wenn so die Stimmung und das Tempo passt für das Pferd, kann das sehr gut sein, kann das zur Entspannung beitragen. Auch das Pferd und Reiter sich so im gleichmäßigen Tempo und Takt finden. Manchmal finde ich es störend, da stört die Konzentration. Kommt unterschiedlich, kommt darauf an, was für eine Laune ich habe, sozusagen, wie ich selber drauf bin. Aber wenn man es hilfreich findet, absolut, warum nicht? Ne? Also es kann durchaus helfen. Die Pferde finden den Takt manchmal auch leichter, wenn die richtige Musik spielt, ne? Mit einem Tempo, was dem natürlichen Gang entspricht. Ne? Ja, gucken wir mal, ob da doch noch mehr Fragen. Hier, Katrin sagt, mein Pferd nimmt den Wechsel von weg. Wie reagiere ich richtig? Kommt jetzt ein bisschen drauf an, woran das liegt. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, die Wechsel immer an derselben Stelle der Bahn reitet, in derselben Figur, dann kann das sein, dass das Pferd das so abgespeichert hat und denkt, das gehört so dazu und das macht man so. Dann müsste man die Figuren ändern für die fliegenden Wechsel, auf anderen Linien, im anderen Kontext reiten. Und auf der Linie, wo das Pferd den Wechsel vorwegnimmt, würde ich dann vielleicht vorher parieren, vom Galopp zum Trab oder Schritt. Ne? Und dann, also wenn es Diagonale, wenn das Pferd auch anfängt umzuspringen, wenn ich auf die Diagonale gehe, dann würde ich vielleicht die Diagonale anfangen und dann parieren. Und dann entweder Trab oder Schritt weiterreiten oder auch Schritt an lange Zügel gehen oder anhalten, kurz stehen lassen und so, dass das Pferd die Diagonale nicht mehr mit dem fliegenden Wechsel so stark assoziiert. Manche Pferde bauen im Galopp eine Spannung auf. Und dann ganz, ganz interessant, ne? Die sind so ein bisschen unausbalanciert vielleicht und dann fangen die an, so eine Spannung gegen den inneren Zügel oder den inneren Schenkel aufzubauen und dann triggern die praktisch den Wechsel einfach durch ihre eigene Spannung. Ne? Die spannen sich gegen die Reiterhilfen und dann
tun sie so, als wenn man den Wechsel, die Wechselhilfe gegeben hätte. Und in solchen Fällen muss, wenn man das merkt, dass sich eine Spannung aufbaut, muss man gucken, dass man das Pferd wieder zur Entspannung bekommt. Also zum Beispiel dann innen nachgeben, Bügeltritte machen, irgendwie meistens Bügeltritte innen wären oft ganz gut, oder das Gewicht hin und her schaukeln zwischen Vorhand und Hinterhand, oder auch ja, zwischen innen, vorne, außen, hinten kann oft gut sein, dass das dann wird die Schaukelbewegung ein bisschen vergrößert und das Pferd wird mehr gerade gerichtet dadurch. Solche Sachen. Da muss man auch aufpassen, dass man selber im Hintern ganz locker bleibt, in der Hand ganz locker bleibt, wenn sich beim Pferd eine Spannung aufbaut. Dann würde ich versuchen, das so zu entschärfen und dann aber auch wahrscheinlich bald wieder parieren zum Trab oder Schritt. Ja. Gut. Nochmal. Ja, so. Sind wir gerade am Ende der Fragen angekommen. Da könnten wir auch gerade hier an der Stelle Schluss machen. Heute Abend machen wir nochmal Frage- und Antwort-Session. Da können wir nochmal mehr Fragen beantworten. Manche Leute sind jetzt wahrscheinlich auch unterwegs oder im Stall oder irgendwas. Heute Abend haben sie vielleicht dann wieder mehr Zeit. Dann ja, bedanke ich mich für das Zuschauen und ja, wir sehen uns dann vielleicht heute Abend wieder. Das ist dann also die letzte Q&A für die Challenge. Ne? Dann ist es vorbei. Bis dann. Ne? Tschüss.